Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich habe letzte Woche ja zwar behauptet, ich gehe zum Aldi, aber es ist doch das Kaufland geworden, weil einfach das Kaufland so tolle Angebote gehabt hat und ja, beim Aldi hätte es dann doch nicht das gegeben, was ich wollte oder besorgen hätte sollen und deswegen habe ich mich umentschieden und bin ins Kaufland gefahren. Ich habe so eine monstergroße Steige mit Mandarinen für 3,89 mitgenommen, sind 2,3 Kilo. Das teile ich dann natürlich. So, für 2,89 2 Kilo Äpfel, weil die gehen jetzt bei uns, das sind die neuen Bananen. Vorher waren es Bananen, jetzt sind es die Äpfel. Einmal Aufbacksemmeln. So gemischte Semmeln einfach für 1,39. Dann mal wieder Eier, so ein 6er-Pack, wie immer, das kennt ihr von mir, 1,99 Freilandeier ohne Tütentötner. Dann habe ich dieses französische Steinobstbaguette für 99 Cent. Gurke, 69 Cent. So. Dann geht's weiter. Die haben dort echt super Angebote gehabt. 1,79 zum Beispiel dieser fertige Salat. Also das finde ich toll. Ich liebe ja so einen Salat. Einfach für zwischendurch mal, da muss man nichts fertig machen. Also. Dann haben die dieses Take It Veggie von Kaufland Marke für 1,15 €. Boah, da habe ich gedacht, buh, musst du mitnehmen. Da habe ich einmal Nuggets und einmal vegane Schnitzel. Ich mag eigentlich das Panierte nicht so unbedingt, aber ich friere es jetzt ein und habe es daheim. Dann habe ich für 1,29 wieder die Alsan-Margarine, Butter, so Rosensemmeln. Ihr wisst das, das ist bei uns Standard, aber die liebt mein Kind, die liebe ich. Habe ich 4 Stück mitgenommen für 35 Cent je, gell, mir, ja. Sie wartet, weil sie kriegt auch nämlich was. Der Speisequark ist diesmal auch nur eine mitgekommen für 1,39. Ich wollte eigentlich von Exquisa den noch mitnehmen, der ist für 1 Euro im Angebot jetzt die Woche. Auch 500 Gramm, aber da ist halt immer Zucker dabei. Zusätzlich zugesetzter Zucker. Und dann, nee, wollte ich es doch nicht. Was, das war, ist ein richtiger Schnapper jetzt hier. So Innocent, diese Säfte, die kosten ja normalerweise 2,99 €. Jetzt kosten es 1,99 € und mit dieser Kaufland-App, was es gibt, kosten es 1,79 €. Also, das ist ja mal richtig gut. 1,79 € ist immer. Oh mein Gott, so schlimm ist das. 1,79 €, deswegen hat dieser Saft mitgemusst. Und dann habe ich eine Multimix Orange mitgenommen. Also einmal diesen Blaubeere, Apfel sowieso und einmal Multimix. Kriegt mein Kind mal einen Saft zum Trinken. Für 70 Cent wieder für diese Schreihälse da hinten. So, dann kommen wir zum Reis. 1,49 € finde ich eigentlich okay. Ein Kilo Reis ist absolut ja, vertretbar. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe nämlich noch einen Milchreis gekauft. So, 500 Gramm Milchreis. Ihr wisst das, 500 Gramm. Das hat der früher gekostet, 59, 69 Cent. 99 Cent. Ich bin echt vom Glauben gefallen. Für so ein Backerl Milchreis. Also, also das im Vergleich zu hier 1,49 €. Ich werde jetzt mal schauen, da gibt es in den türkischen Läden, da gibt es ja immer so säckeweise, vielleicht hol ich mir da mal so einen Sackreis. Das ist, glaube ich, unterm Strich mittlerweile günstiger als wie 99 Cent für einen Milchreis. Dann diese Chicken Bones, die bekommt die Mia. 1,99 €, aber nur noch 80 Gramm, früher waren 125 drin. Ja, aber. So Gnocchis. Die haben ja 1,11 € gekostet, oder mal 99 Cent, das kostet uns 1,89 €. Aber immerhin hat unser Kaufland die jetzt. Ja. Aber ich weiß noch, wo ich es immer vom Penny kaufe. So, der Patros-Käse für 1,69 € im Angebot, kostet er normal 1,99 €, 1,69 € mit der Kaufland-Card kostet er 1,49 € hat er bloß noch gekostet. Also da haben wir sie jetzt wirklich was sparen können heute. 1,69 € diese Röschen-Trilogie. Ich will schon seit Wochen nur am Brokkoli kaufen, einen eingefrorenen kriegt den mein Kaufland nicht.
Der kostet übrigens anstatt 1,69 auch 1,99 mittlerweile. Aber gibt's ja nicht. Also ist zwar ausgezeichnet, aber gibt's nicht. Keine Ahnung. Wieder diese Suppe wie letzte Woche, 2,99. Meine Tochter hat gemeint, die ist voll mega lecker. Die schmeckt richtig gut. Die ist ja echt nicht schwer. Also man nimmt die, kippt Wasser dazu. Genau, kippt Wasser dazu in Mikrowelle und das war's dann. Also war echt begeistert, wie schnell das geht und schmeckt ihr wirklich gut. Dann für Like Meat. Also, das ist ja auch lecker. Habe ich einmal Gyros und einmal Grilled Chicken. 2,22 Euro. Wenn ich jetzt im Aldi gewesen wäre und diese Chunks zum Kohlen, die hätten 2,89 gekostet. Also 2,22. Das war dann auch noch der Grund, warum ich gesagt habe, ja gut, dann ist halt nicht der Aldi. Vielleicht fahre ich diese Woche noch mal kurz, aber nicht für großartige Dinge. Entschuldigung, es wackelt hier alles ein bisschen. Aber ihr seht sich, bei mir schaut es jetzt anders aus, ja, weil ich habe hier jetzt alles umgestellt. Dann für 1,11 Euro diese Salami. Das ist zwar auch keine gute Salami, aber da ist jetzt Kaufland richtig schlecht mit diesen Bio-Artikeln. Also da liebe ich ja wirklich an Aldi, weil der das zack, zack, zack hat, so nebeneinander und man findet es sofort, die haben eine andere Farbe und es ist echt super toll. Der Penny ist auch mittlerweile besser geworden, der kommt so nach und nach auch in die Dinge und da ist Kaufland absolut schlecht, das ist auf jeden Fall unser Kaufland. Also die haben das alles durcheinander gemischt und man sieht das auch nicht gleich, da muss man schauen. Und ihr wisst, der Kaufland ist so riesengroß und da kann ich dann dreimal hin und her rennen. Also da finde ich, da müsst Kaufland noch ein bisschen an sich arbeiten. So, jetzt als ja. Wisst ihr noch, letzte Woche habe ich gesagt, Stremellachs beim Penny für 2,79 Euro, ja? Jetzt hier, Kaufland, 2,22 Euro. Tja, was soll ich sagen? Ist so, aber haben wieder zwei da mit dürfen. Ja, nochmal Gurke für 69 Cent. Dann war Alba aus und ich liebe Alba, oder besser gesagt, ich mag es ganz gern. Mein Kind liebt es ja, weil sie hat eine Tomatenallergie mittlerweile. Bei uns gibt es halt dann Pizza, anstatt mit Tomatensoße oder so mit dem Eiwa. Das ist voll monsterlecker, das müsst ihr echt mal ausprobieren. Und dieses war für 1,49 jetzt im Angebot. Die haben eine Eigenmarke, Kaufland Eigenmarke, kostet das Eiwa 99 Cent. Allerdings ist brutalst scharfe und scharf könnte mal passen, könnte mal nicht passen. Also deswegen mild und mild haben sie leider nicht von K-Classic. Aber 1,49 anstatt 1,99. Also hat das mit gedurft. Dann haben die McCain's. Die, also, aber ich glaube nur diese hier, diese Chef Fries für 1,49. Ich muss gerade schauen, 750 Gramm. Ich glaube, da waren früher auch ein Kilo drin. Aber ich sag, was will ich machen? Ich könnte es jetzt liegen lassen, aber für 1,49 passt das von der Portion her. So 1,79. So, Tiefkühlgemüse, rustikale Art. Das Blöde ist bloß, da sind Champignons drin. Oh, mein Kind hasst Champignons, aber die muss ich die halt rausklauen einfach. Das geht halt auch nicht anders dann. Und wir haben jetzt die Wagner-Pizza im Angebot. Das wollte ich gerade ganz elegant machen. Hier, einmal habe ich meine mit Thunfisch und einmal so vegane, mit veganen Händchen mitgenommen. Für 1,66 Euro wieder im Angebot und zwar die Backfrische und auch die dicken, diese Big Style oder wie die heißen, die dickeren da, die sind einfach 1,66 nur bis Mittwoch im Angebot. Und es ist voll cool. Und man bekommt an der Kasse dann noch einen Ausdruck dazu, dass man auf den nächsten Einkauf oder überhaupt auf den Einkauf von Wagner Pizza bekommt man 1 Euro Rabatt. Also das ist schon voll dieses Couponing. Kennst du das aus Amerika? Da wo die da so 25 Coupons haben? Genauso bin ich mir jetzt auch schon vorgekommen. Kriegst du an der Kasse hier nicht nur einen Kassenzettel, sondern hier auch schon, ah, hier ist der Coupon, weil 1 Euro spart man sich dann auf das nächste Mal. Aber ich kaufe die halt auch bloß, wenn es im Angebot ist. Und ich weiß gar nicht, was die normal kostet. Muss ich mal schauen, ob sie der Euro rentiert für die Pizza, weil sie auch bloß 1 Euro Rabatt für, wenn ich 10 Pizzen kaufe, habe ich auch bloß 1 Euro Rabatt. Müsste ich mal schauen, ob sich das dann rentiert, weil die würde ja nicht bloß 2 Euro kosten. Die kostet bestimmt über 3 Euro so eine Pizza. So, das war's sogar diesmal. Ich habe gar nicht so früh eigentlich einkauft, aber das reicht. Gemüse haben wir noch relativ viel daheim. Jetzt muss ich gerade den Kassenzettel schauen.
weil es mich jetzt interessiert, was ich eigentlich so unter den Strich gespart habe. Also alles hat 57,19 Euro kostet. Und ich habe mir, steht das da drauf, was ich mir gespart habe? Nee, steht das ja wirklich nicht drauf. Also 20, 40, 60, brutal. Ich habe mir jetzt 60 Cent gespart. Hat sich jetzt voll rentiert. Also wenn ich das jetzt so richtig sehe. Aber es ist ja, nee, stimmt ja gar nicht, weil der Stremellachs ja eh noch. Habe ich euch einen Schmarrn erzählt, 2,39 kostet der. Also, aber für 60 Euro knapp ist es, reicht es jetzt uns für die Woche. Und da muss ich aber sagen, dass ich beim Kaufland echt immer noch günstiger hinkomme. Der Penny, der ist jetzt wahnsinnig geworden. Da fahre ich dann bloß rauf, wenn ich Kleinigkeiten brauche. Aber ansonsten, ja. Aber jetzt haben wir was. Jetzt haben wir wieder. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das reicht. Die Woche muss es reichen. So, das war's jetzt wieder. Das nächste Video, wo das hingeht, weiß ich noch nicht. Das ist jetzt dann. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.